Cute Baby Millet, der Kanal für Kinder. Herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Als erstes habe ich mir die Niki ausgesucht vom Barbie Dreamhouse. Und zwar, die ist mir aufgefallen, weil sie so schöne echte Wimpern dran hat. So, ich werde jetzt mal versuchen, die Packung aufzumachen. Und schauen, was uns für eine Überraschung erwartet. Mit ihren Schuhen und so, die sehe ich nämlich nicht so gut von hier. So, da sehen wir schon, was sie für Stiefel anhat. So, jetzt machen wir das mal hier weg. So, sie hat auch ein zweites Kleidungsstück mit dabei. Und zwar ein schönes. In einem Leo-Muster. Also, die Niki ist eine ganze dunkle mit ganz schönen dunkelbraunen langen Haaren. Also die Haare sind mal recht schön, die kann man auch flechten, man kann einen Pferdeschwanz draus machen und, und. Und was mir noch am besten gefällt bei ihr sind ihre Kreolen. Ich stehe nämlich auch auf Kreolen, die sind so schön. Und Goldfarben. So, dann zeige ich euch mal echt ihre echten Wimpern. Die sind so schön. Genau. Und die Niki, die hat bewegliche Arme. Kann man am Ellenbogen bewegen. Die kann man hier am Handgelenk bewegen. Und ihre Knie sind beweglich. Das heißt, man kann wirklich viel mit ihr machen, da sie nicht so steif ist. So, sie hat eine wunderschöne Kette, passend zu ihrem Kleid. Der Gürtel wieder, passend mit Pink und Gold. Auch zu ihrem Armband, zu ihren Ohrringen und zu ihren Schuhen. So sieht es von hinten aus. Ihren Gürtel kann man natürlich wegmachen, bestimmt. Ein Kleid mit Klettverschluss. Und ihre schönen Stiefeletten, die gerade auch so in sind. So sieht sie aus. Ich denke, die Niki, die kann man schön hinsetzen, weil die ja nicht stehen können. Ich würde sie jetzt einfach mal so hinsetzen. So. Dann schauen wir uns mal ihre Tasche an. So, ist auch eine schöne gemusterte Tasche, die auch wieder farblich zu ihrem Kleid passt, finde ich. Schönes Design. So sieht sie aus. Ist auch echt schön, stabil. So, und das ist jetzt natürlich das Ersatzkleid. Ist hat einen glitzernden Rock, auch lila, mit Leo-Muster, schönes Sommerkleid, kann sie auch für Partys anziehen. Die werde ich jetzt auch gleich versuchen, ihr anzuziehen. So, jetzt ist die Niki angezogen und hat ihr zweites Kleid an. Wie gesagt, das ist auch so ein Mini-Kleid mit einem Leo-Muster,
aber nicht mit Leo-Farben, natürlich mit Pink, Grün und so weiter. Schönes glitzerndes Rock hat sie an. So sieht es von hinten aus, hat einen freien Rücken. Mit dem Kleid kann sie auch ausgehen. Sie kann auch mal an den Strand gehen. Also kann man für viele Variationen benutzen. Ich habe jetzt den Gürtel hingemacht und die Kette noch. Ich werde sie jetzt mal wegtun, damit ihr seht, wie es ohne aussieht. So. So kann sie mal auf den Strand gehen und spazieren und was auch immer. Sieht auch schön aus. Sie hat viel, viel Haare. Die muss man noch ein bisschen bändigen. Ich glaube, da werde ich ihr noch eine schöne Frisur verpassen, dass die nicht in der Luft rumfliegen. Dass man auch ihre schönen Ohrringe sieht. So. Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Ist eine ganz, ganz hübsche, die Niki. Die wird zu meinen Favoriten gehören. Die wird auch in vielen Videos, denke ich mal, auftauchen, wenn wir mal spielen und andere noch dazu kommen. So, und das war's von mir. Niki geht jetzt einkaufen mit mir. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf viele Bewertungen und Tipps und Anregungen von euch. Sagt mir oder schreibt mir einfach, wie euch das Video gefallen hat. Oder was ihr sehen wollt von mir. Ja. Und halt viele Abos, damit ihr auch meine Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.